dass in diesem Bereich eigentlich das Klassische und auch das, was am meisten falsch gemacht wird, es wird eine Innendämmung zumeist im Obergeschoss oder im Untergeschoss, also sozusagen geschossweise ausgeführt, aber das Problem ist, das Problem ist, dass der Deckenbereich in diesem Fall zu so einer hohen Temperaturabsenkung führt, diese Situation, wenn man natürlich die Kälte, also weniger Wärme, muss man sagen, ganz klar, wo beginnt Kälte, Wärme verliert und dementsprechend weiter drinnen sozusagen die relativ geringen Oberflächentemperaturen hat und es kommt zum Kondensat. Ganz klassisch. Also ich habe es mir erspart, Ihnen Fotos zu zeigen, weil ich glaube, es kennt jeder die Situation, wie sowas verschwindet ausschaut. Nur das ist ein großes und virulentes sozusagen Problem in der Praxis. Das wäre die Lösung. In der Praxis realisierbar, es muss geplant sein und es muss geplant werden. Es gibt architektonische Lösungen, die einen Dämmkeil sozusagen vorsehen. Historisch kennt man die Hohlkehle und man kennt auch sozusagen dickere Putzschichten eigentlich im Bereich über den Fenstern. Zu dem kommen wir, glaube ich, auf der nächsten Folie. Genau, wo man hier sieht, und das nimmt sozusagen auch wieder ein anderer Hersteller her und hat eine fertige Systemplatte, die dementsprechend so vormontiert werden kann und dann halt mit jeweiliger Deckschicht versehen werden kann. Ist aber auch was, was nicht genommen werden kann und auf jedes Projekt übertragen werden kann. Das ist ganz klar, also nur mit wesentlich wichtig darauf hinzuweisen, die Produkte gehören wirklich geplant und bemessen. Der Hersteller hat einfach eine gewisse Möglichkeit. Das ist das zuvor angesprochen. Das ist der kritischste Punkt. Also es gibt Häuser, bei denen sind schon Decken eingestürzt. Es kommt selten an die Öffentlichkeit, sozusagen in diesem Ausmaß, weil es natürlich nur kleine Bereiche betrifft, aber diese Gefahr ist virulent und die muss auch ernst genommen werden. Also eine Möglichkeit ist hier, in diesem Bereich, das volle Ausdehnen sozusagen in diesem Bereich, ist eine Möglichkeit, die aber gemessen wird, die genauso wie das sozusagen angeschaut wird, ist ein Thema, vor allem was uns im Bestand in Wahrheit ja jetzt erst langsam beginnend wirklich auch ins Bewusstsein der Planer kommt und auch der Eigentümer, der Mieter, das Bewusstsein oder auch die Forderungen, glaube ich, der Öffentlichkeit und der Gesellschaft werden dahingehend immer stärker werden, Dämmmaßnahmen zu setzen und die Innendämmung ist ein, wie man so schön sagt, ich glaube, der Lena wird das doch vielleicht besser sagen können oder besser einschätzen können, es ist so eine lodernde oder so ein blubbernder Suppenkessel, wo keiner genau weiß, was passiert jetzt, sozusagen im Bereich der Innendämmung. Dadurch auch diese sozusagen Verstärkung mit diesem Kompetenzzentrum zuvor angesprochen. Noch nicht, der war davor angedeutet sozusagen. Das nächste sozusagen, und das ist eine Ausführungsvariante mit einer abgehängten Decke, wie sie oft vorkommt, mit sozusagen zunehmendem Maße natürlich, weil mit dementsprechend einer thermischen Sanierung auch die Installationen von kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen einfach ein Thema sind, dem man auch Altbauer dementsprechend Lösungen finden muss. Und es gibt auch diese Lösungen, sie können einfach dementsprechend transportiert und auch wiederum in die Breite gebracht. Hier sieht man ganz klar, man hat versucht, die Innendämmung, diese dementsprechend sozusagen nur noch mal mit einer abgehängten Decke, wo natürlich die Bemessung ein ganz wesentlicher ist. Weil was spült sich sozusagen in diesem Bereich ab? Das ist wiederum hier überlappend eine Dampfbremse. Ja, hier sieht man, glaube ich, gut, was kann passieren. Bestandsgebäude ganz links. Im kritischen Bereich, wenn man jetzt das Fensterelement mit seiner Zweischaltverglasung annimmt, es ist besser, oder es sollte besser sein, ist es der tiefste Punkt oder die tiefste Temperatur, die wir eigentlich haben in diesem Fensterleitungsbereich. Mit einer Innendämmung passiert eines, was ich zuvor versucht habe zu schildern, die Verschiebung sozusagen der Temperatur, des Temperaturverlaufes im Bauteil, die dazu führt, dass in dem Bereich keine 800 Grad hat. Das heißt, Sie machen eine Innendämmung und die Fensterleitungen schwimmen mehr denn je. Das ist genau das, was kontraproduktiv ist und was ganz, ganz gefährlich ist, weil das passiert. Das passiert mit den besten Dämmmaterialien sozusagen. Wichtig ist dabei eines, dass nicht unbedingt nur wie im linken Bereich jetzt mit einem Dämmstoff gearbeitet werden kann, es gibt auch Putze, die dementsprechende Dämmwirkungen haben. Da ist aber auch, glaube ich, vieles so
sozusagen noch nicht dementsprechend am Markt präsent bzw. erprobt. Das müssen die Planer und die Baumeister einfach auch damit erst sozusagen wirklich umgehen lernen, wie geht man mit ihnen denn um. Und das wird ja dazu führen, dass man sozusagen bauschadensfreie oder mangelfreie Konstruktionen auch in einer Innendämmung erzielen kann. Ja, das ist das Beispiel Kastenfenster. Könnte man sozusagen, glaube ich, den ähnlichen oder einen sehr, natürlich abgeschwächten Temperaturverlauf annehmen wie zuvor. Das Kastenfenster wird natürlich einiges wegnehmen, weil das Kastenfenster mit sozusagen seiner Belüftung des Kastenzwischenraumes einen erstaunlich guten U-Wert hat. Wenn der Innenflügel dicht ist und der Innenflügel dementsprechend vielleicht sogar optimal eine Low-Deck-Beschichtung hat, also eine Low-E-Beschichtung, wie es heißt, beziehungsweise als Wahrscheinlich-Isolierverglasung ist, eine Wärmeschutzverglasung, möglicherweise sogar, kommt es dazu, dass im Außenbereich durch diesen Luftwechsel sich ein U-Wert einstellt, der sich sozusagen wirklich mit einer Zweischeibenkonstruktion moderner Fenster messen kann. Und die Dämmung solcher Kastenfenster oder Kastenkonstruktionen als Ganze ist, wir haben heute kurz über dieses Detail gemeinsam diskutiert, ich muss sagen, von meiner Erfahrung her würde ich mit der Dämmung hier aufhören. Im Regelfall ist da dahinter, hinter den Pfosten eigentlich gar nichts. Es ist Luft oder es ist ausgestopft mit irgendwas oder möglicherweise ist ein Mörtel drin, wenn man Glück hat. Aber in Wahrheit ist das Dämmen einer Kastenfensterkonstruktion was zwar möglich ist, aber was noch kritischer ist, sozusagen. Und vor allem, man darf eins nicht unterschätzen, bei solchen Dämmmaßnahmen auf der Wand spielt es im Regelfall aufgrund ihrer Masse wenig Rolle. Aber man bringt ja auch dementsprechende Gewichte ein. Man bringt eine Flächenlast ein. Das heißt, in das Wandbild, und das spielt sehr oft im Deckenbereich natürlich eine Dämmung, eine Rolle, in dem Bereich der Decken und auch bei Kastenfensterkonstruktionen. Gerade, das ist vielleicht jetzt kurz noch ein Zeitschweif, die Aufwertung der Innenflügel mit einer höherwertigen Verglasung führt dazu, dass man meistens verstärkte Wärmebandkonstruktionen braucht, wenn man überhaupt den Platz hat, sozusagen im Bereich der Fenster. Und dasselbe ist auch mit der Dämmmaßnahme im Kastenbereich. Im Regelfall ist der Platz nicht vorhanden, beziehungsweise man kleistert oder beziehungsweise man verschließt wirklich konstruktiv geplante Funktionen des Fensters. Ob das jetzt ein Feststeller ist, ob das ein Kondensatorrinne ist, ob eine Verdunstungsrinne ist, ganz gleich welcher Ansatz. Es muss auch, gerade bei Kastenfenstern, ein besonderes Augenmerk an die angrenzenden Bauteile gelegt werden. Eine Variante, die bei uns nicht so oft vorkommt, aber die natürlich auch sozusagen möglich ist. Ja, das ist sozusagen die Hardcore-Variante, würde ich fast sagen. Das ist ein Steinhaus, wirklich, wo man halt dementsprechend versucht hat, welche Maßnahmen und was ist notwendig, um da drinnen eine gewisse Behaglichkeit zu erreichen. Das, was zuvor angesprochen wurde, ist, was im Bewusstsein schon sein muss, ist, wir sperren uns natürlich auch ein gewisses Maß an Speichermasse aus mit einer Innendämmung. Wir setzen die Dämmung sozusagen für die Heizenergie auf die richtige Seite. Im Sommerfall muss man sich natürlich, das ist keine Lösung für alles, im Sommerfall wird man eine gewisse Reduktion der Speichermasse auch spüren. Also das ist was man auch sich dessen bewusst sein muss, für das man Lösungen finden. Meistens ist ja Innendämmung einhergehend mit anderen Maßnahmen, die man vielleicht darauf abstimmen kann oder die man auf jeden Fall darauf abstimmen sollte. Ja, und ich glaube, ich bin am Ende. Nur zusammenfassend, sozusagen im Bestandsgebäude, Innendämmung leistet das, was sie können sozusagen, dämmen, aber sie haben diese Punkte, die wir jetzt mehrmals angesprochen haben, einfach zu beachten und dementsprechend auch sensibilisieren oder wir wollen sie darauf sensibilisieren. Das, was ich zum Kleinen ausführen, der ist Innendämmung, die Glauben zu beherrschen, sozusagen, ist noch in den Innendämmbereich, sozusagen, glaube ich, in den Kinderschuhen oder im Beginnen wirklich vor allem gerade im Bereich mit Holzdecken, im Bereich sozusagen von denkmalgeschützten Fassaden oder auch von schützenswerten Fassaden, wo man einfach keine Dämmmaßnahmen an der Fassade vornehmen kann. Innendämmung grundsätzlich ist eine Baumaßnahme, die in aller Regel sozusagen, glaube ich, sich in der Baubranche auch wiederfinden wird.